Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder, der Peil ist geil. Ich zeig dir meine Tops und Flops aus der Brettspielkiste. Chat hört auf und wir fangen mit was an. Ich bin ein absoluter Markenopfer. Absolutes Markenopfer. Wir fangen natürlich mit einem Spiel an. Oh, da kann ich nicht vorbeigehen. Denn das ist natürlich ein absoluter Kultfilm. Einer meiner Lieblingsfilme. Und zwar nicht nur einer meiner Lieblingsfilme, sondern gleich drei meiner Lieblingsfilme in einem Brettspiel. Sorry, was ist denn das hier eigentlich? Seht ihr das auch? Muss mal hier hinter das Ohr. Komisch aus. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich sag mal so, wir nannten den Hund Indiana. Ich habe ein Indiana Jones Spiel gespielt. Nämlich Indiana Jones Cryptic. A Puzzle and Pathways Adventure. Das habe ich gezockt und das habe ich euch mitgebracht. So sieht das Ganze aus. Schon mal Cover, richtig cool. Also wenn da nicht dein Fanboy-Herz getriggert ist, dann weiß ich es auch nicht. Achtung, Spoiler, ein kleines bisschen. Das ist ein, sagen wir mal, so ein Exit-Game. Ich werde jetzt Spielmaterial davon zeigen. Ich weiß, was man zeigen kann, ohne euch so zu spoilern, dass ihr etwas seht, wo ihr sagt, boah, jetzt macht das ganze Spiel für mich keinen Sinn mehr zu spielen. Ich zeige euch nur Komponenten, die euch an Sachen erinnern, die ihr aus den Filmen kennt. Wenn ihr die Filme nicht kennt, die sind 40 Jahre alt, dann seid ihr eh Opfer. Also, dieses wunderbare Ding. Aktuell gibt es das nur auf Englisch. Es ist sehr fragwürdig, ob es überhaupt mal auf Deutsch rauskommen wird, denn ist ja immer ein Lizenzthema. Und wir gucken einfach mal in die Packung, was euch da so erwartet. Lass mal hier auf, den Karton. Da ist schon das ganz dicke Stoppzeichen. Es ist klar, this is not a normal game. Man muss ein bisschen aufpassen, Material nicht zu spoilern. Dann wird hier drin auf einer Doppelseite das Spielprinzip erklärt. Also das ist sehr, 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 sehr einfach. Erstmal von den Grundregeln, aber sehr, 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 sehr spannend. Das zeige ich euch mal. Also ihr kriegt lustiges Material. Ihr bekommt dieses Buch hier, das Gralstagebuch quasi. Und dann bekommt ihr drei Briefumschläge. Die sehen so aus, adressiert an Dr. Henry Jones. Kommt ihr diese drei coolen Briefumschläge. Das heißt, hier drin sind drei Fälle und vom Namen her Quest for the Grail. Ihr wisst, das ist der dritte Teil. Covenant of Raiders, das ist Raiders of the Lost Ark. Und The Cult of Doom ist der Temple of Doom. Das heißt, ihr bekommt die drei bekannten Filme. Wir lassen den Kristallschädel mal ganz unauffällig weg. Die drei euch bekannten Kultfilme bekommt ihr hier als so ein kryptisches Exit-Puzzle-Rätsel. Schauen wir gleich dann mal rein. Und dann bekommt ihr dazu so ein paar Münzen. Die Münzen sind relativ einfach. Damit sammelt ihr einfach Punkte. Das heißt, für jedes Rätsel kriegt ihr Münzen und müsst, je nachdem, welche Hinweise ihr vielleicht noch nehmt oder wie schlecht ihr es löst, wieder Münzen abgeben. Und am Ende zählt ihr, wie viele Münzen ihr habt und könnt so ein bisschen sehen, habt ihr das gut gespielt. Dann ist hier so ein bisschen schon hier so das erste Plastikteil dabei für irgendein Rätsel. Ja. Und dann hier eine Plastikfolie und Stifte. Und das ist ein Kernprinzip, denn es ist ja auch ein Pathway-Game und Kalimar, ganz genau. Und was es mit diesem Pathway-Game auf sich hat, das werden wir auch noch ergründen. Und das ist das ganze Spiel schon. Ihr seht vielleicht schon jetzt so ein kleines bisschen, hier sind komische Inlays und so. Ich kann, ich spoiler nicht zu viel, wenn einfach klar ist, man wird auch mit den Spielmaterialien, da ist ein Eichen drauf und so, also auch mit Karton, mit Deckel und so weiter, wird man Sachen basteln. Das ist schon richtig cool gemacht. Was aber wirklich sensationell ist, ist dieses Büchlein. Dieses Büchlein enthält quasi die drei Fälle und ich spoilere euch nicht, wenn ihr mir jetzt hier reingucken und schaut euch mal an, wie cool das illustriert ist. Also hier, ihr macht als erstes Raiders of the Lost Ark, ihr habt die Bilder, ihr habt die Rätsel drin, was ihr so tun sollt und hangelt euch hier durch. Das Ganze natürlich, wie gesagt, auf Englisch, aber das hier sind die ganzen Rätsel, die man dann so lösen muss. Das arbeitet man durch. Dann kommt The Cult of Doom, also der Tempel des Todes. Auch hier wieder Rätsel und Sachen und das Ganze dann hier rüber bis zum Heiligen Gral, den wir da suchen. Mit den ganzen bekannten Sachen, die so passieren. Dem Zeppelinflug, dem Tempel und so weiter. Welchen Gral nehmen wir und so weiter. Wird hier alles erklärt. So. Und dann wäre das Ganze zu Ende. Und danach kommt ein Hilfesystem. Das blätter ich euch nur so schnell durch. Hier sind einfach Hints und Lösungen. Immer bei jedem Rätsel steht halt quasi ein Wort dabei. Das könnt ihr hinten nachschlagen und dann bekommt ihr so ein bisschen Informationen. So. Ich spoiler nicht und blätter das ganze Buch durch. Wieso? Ich habe ja nicht erklärt, wie die Rätsel funktionieren. Ganz entspannt. Ihr wisst, hast du dir irgendwas gemerkt? Ach, nein. So. Das Ganze besteht aus zwei verschiedenen Spielprinzipen. Einfach normalen Rätseln. Die sind hier in dem Buch drin und dann gibt es noch eine andere Art von Rätsel. Ich nehme mal nur Raiders of the Lost Ark. Ich lasse mal diese beiden Sachen hier noch geschlossen. Und ich zeige euch mal, mit was ihr so rechnen könnt, wenn ihr diese Umschläge aufmacht. Ihr bekommt einen Schwung Papierkarten und
je nach Rätsel halt unterschiedliches Material. Hier sind irgendwelche Sachen drin. Ah ja, hier ist was drin, da ist was drin. Ja, Eiben, Sachen. Für normale Rätsel, man muss Sachen aneinander puzzeln. Ich glaube, wer schon mal einen Exit-Puzzle gemacht hat, der wird jetzt hier nicht ganz so irritiert sein. Ich möchte dazu sagen, nichts von dem, was ihr hier macht, zerstört ihr am Ende. Also das heißt, ihr könnt es danach auch noch weitergeben im Freundeskreis oder verkaufen. Also anders als bei Exit Games macht ihr nichts kaputt. Und diese Rätsel, zu denen sage ich dann gleich was, die sind natürlich alle unterschiedlich. Und dann gibt es diese Illustrationen mit Szenen aus dem Film. Ihr kennt sie ja, was weiß ich, hier der Schlangentempel, die legendäre erste Szene, die Szene mit der Kugel und so weiter. Also ihr seht, das sind alles die bekannten Szenen hier am Ende mit dem Ding, mit der Bundeslade. Das sind die wunderschönen Szenen aus dem Film. Was hat es damit zu tun? Das ist das sogenannte Pathway Game. Und zwar, ihr nehmt diese Plastikfolie und legt die bündig drauf und markiert euch jetzt diesen ersten Punkt. Das ist das Einzige, was ihr macht. Ihr malt diesen Punkt an und dann dürft ihr das eben nicht mehr drauf liegen haben, denn jetzt müsst ihr hier einen Pathway einzeichnen, wie ihr euch durch diesen Dschungel hangelt. Also man sieht schon, da kann ich runterfallen, ich kann in eine Mauer rein und ich muss ja hier bis zum Ausgang. Das ist hier noch relativ einfach, wie ihr seht, das ist noch relativ am Anfang, da lernt man das. Und dann müsst ihr das nebeneinander legen, mit einem gewissen Abstand und dann malt ihr euch hier diesen Pathway drauf und dann legt ihr das eben nicht auf die Vorderseite. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, aber der hilft euch auch nur bedingt. Auf der Rückseite steht einfach, welche Zonen sind denn wie gut. Das ist jetzt relativ selbsterklärend, dass so ein Loch nicht so geil ist, ist uns klar. Dann legt man es drauf und sieht halt dann, wo sein Pathway ist und vergibt sich entsprechend die Punkte. Das heißt, die Hälfte der Zeit bist du nicht mit Rätseln beschäftigt, sondern malst diese Pathways. Das ist schon ein ganz nettes Ding. Da werden jetzt ein paar sagen, hey, das kommt mir bekannt vor, da gab es doch auch so Kinderspiele, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Magic Quest, Slide Quest und so. Da gab es so in den letzten paar Jahren gab es dieses Spielprinzip schon öfters. Und die andere Hälfte sind halt klassische Rätsel. Da musst du mal hier irgendwie einen Morsecode tippen und da mal wieder irgendwie so. Die Rätselintensität würde ich mal für Anfänger geeignet bezeichnen. Würde sogar sagen, für Kinder geeignet. Ich fand es nicht so kompliziert, aber sehr abwechslungsreich. Looney Quest, danke. Sehr, 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 sehr abwechslungsreich. Und dieses Draufgemale, an sich sagst du, ja, okay, wenn ich das einmal gemacht habe, dann verstehe ich das schon. Ihr glaubt gar nicht, deswegen habe ich die anderen Kuverts nicht aufgemacht, was ihr nicht alles mit diesem Malzettel hier erleben könnt an Sachen. Das heißt, es ist nicht immer nur einfach nur mal halt einfach von A nach B eine Strecke auf, sondern man muss teilweise hier relativ cool puzzeln und sich überlegen, wie man es macht. Es ist teilweise so, dass man gewisse Linien nicht zeichnen darf, dass man eine Schablone bekommt und das heißt, du musst die mit einpuzzeln in das, was du da malst und so weiter. Also das ist schon abwechslungsreich, das Ganze. Und das ist aber auch nicht schlimm, wenn man sich da vermalt, weil das Geile ist, man verliert ja nur Punkte. Man kann ja trotzdem weiter rätseln. Also man verliert hier gar nicht. Und ich habe alle drei Sachen an einem netten Nachmittag durchgespielt und kann euch so ein bisschen mein Fazit geben. Ich fand die Spieldauer kurz, ja, um es mal so zu sagen. Weil das Aufgemale, bla bla bla, es ist so, das sind nicht drei Exit-Games, die ihr hier bekommt, sondern es ist so gefühlt eineinhalb von so normalen Exit- oder Adventure-Games. Also das spielt sich relativ schnell. Das nächste Ding, es steht ja auch drauf, one or more players. Ich sag's euch ganz ehrlich, vielleicht zu zweit, wenn ihr das wollt, aber an sich ist es durch dieses Pathway-Gemale, ist es nicht so, dass man gleichzeitig mit mehreren Leuten da rätseln kann, sondern es ist dann doch eher ein bisschen solitär, das Ganze. Was mir wirklich extrem gefällt, ist die ganze Aufmachung. Funko Games macht das immer sensationell. Hier in dem Falle Prospero Hall als Designstudio, die ihr wisst, die mag ich eh. Das ist wirklich richtig schön gemacht. Cool. Also das Thema Indiana Jones ist von der ersten bis zur letzten Minute drin. Das Buch hat witzige Passagen drin und so weiter. Du fühlst dich wie ein Indiana Jones. Du machst dir den Soundtrack dazu an. Das ist alles klar. Es kommt jetzt auch eine Star Trek Version von diesem Cryptic-System raus. Das ist natürlich für alle Trekkies auch nochmal ganz interessant. Wie gesagt, ob das auf Deutsch kommt, wage ich zu bezweifeln, etc. Highlight ist für mich das Buch, weil das fühlt sich an wie das Gras-Tagebuch. Du blätterst da durch, du findest da irgendwas, du tüftelst rum und so weiter. Hilfesystem ist super einfach, wenn man das ein paar Mal benutzt. Ich habe es auch benutzt. Dann kriegst du halt bis zur Komplettlösung irgendwann alles. Also das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du es einfach nur aus Spaß spielen willst und sagst, hey, pass auf, mir fällt es nicht ein, wie es geht. Ja,
Englisch Level finde ich jetzt auch einsteigerfreundlich. Also das ist, du musst nicht viel lesen, aber ein bisschen die Rätsel selbst haben relativ wenig mit englischer Sprache zu tun. Naja, stimmt nicht ganz. Es gibt immer wieder, da kommen halt englische Lösungswörter raus, die dir dann sagen, was du tun sollst und sowas. Also man muss schon ein bisschen Englisch können, aber es ist nicht vergleichbar mit so vollen englischen Spielen. Ja, ich glaube, ich kann es hier an der Stelle einfach kurz machen. Ich finde das ein richtig gutes Ding. Es werden dieses Jahr von Funko Games noch weitere Indiana Jones Spiele kommen, anlässlich natürlich des fünften Films. Was ich total sympathisch finde, dass sie sich drauf entschieden haben, den Kristallschädel einfach zu ignorieren. Also alle Spiele, die von Indiana Jones rauskommen, haben nichts mit dem vierten Teil zu tun und gefühlt auch nichts mit dem fünften Teil. Sie nehmen einfach nur die Originaltrilogie. Also was wisst ihr als Fan mehr? Wir ignorieren einfach den vierten Teil, den hat es nie gegeben und hoffen, dass der fünfte Teil, der dann jetzt ja bald in die Kinos kommt, halbwegs ein versöhnliches Ende mit dem Franchise für uns macht. Denn das wird ja mit sich das letzte Mal sein, dass hier Roger Moore in der bekannten Rolle als 007 als Indiana Jones hier auftritt. Ein Harrison Ford natürlich. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ich laber schon wieder so viel. Ich würde mal sagen, das Ding hat wirklich Spaß gemacht. Lustiges Prinzip, Cryptic, kann man diverse Sachen drüber packen. Ich finde es geil, dass sie Indiana Jones machen. Das wird es als Star Wars geben. Das sehe ich alles kommt. Da kommt Star Wars, da kommt Disney und so weiter. Und ich würde mal sagen, dem ganzen Ding gebe ich jetzt erstmal ein Top. Hallo, willkommen beim Geek.Spar-Abo. Einfach hier klicken und nie wieder was verpassen. Dieses Abo verlängert sich automatisch auf Lebenszeit. Du hast dadurch Zugriff auf tolle Videos wie dieses, frisch aufgewärmt aus der Tiefkühltruhe. Oder du schnappst dir Content von anderen, die genauso geldgeil sind wie Geek.Spar-Abo.